Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge auf diesem YouTube-Kanal. Ja, ich grüße euch herzlich, hoffe, dass ihr wieder einigermaßen gut drauf seid. Das heißt gut drauf, dass ihr gut drauf seid, nicht einigermaßen, sondern gut drauf seid. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das ist, finde ich, cool. Weil ich habe von dem lieben Alain bekommen, so von wegen, dass man den Regen wohl nicht ausschalten kann und die Regenzeit halt sozusagen in den frühen Morgenstunden verlegt hat, weil dann sonst normalerweise keiner spielt. Also zu so frühen morgenstündlichen Zeiten. Das da hinten ist doch ein großer schwarzer Troll, ne? Jedenfalls schwarzer Wüstentroll. Ahaha, fängt ja gleich ganz gut an. Gut, dafür hat er auch noch einen goldenen Ring gehabt. Wie weit kann ich denn an ihn ran? Da fällt mir doch was ein. Ich habe noch einen schönen Spruch für dich. Aber erstmal speichere ich ab. Da hat der Regen auch schon aufgehört. Und da gucken wir doch mal, ob wir dich mal schlumpfen können. Nee, schrumpfen. Na? Wieso wirst du nicht angezeigt? Shit. Hä? Der wird nicht angezeigt. Doch, jetzt. Jetzt wird er angezeigt. Okay. Oh, du kleines Pöppchen. Sehr schön. Uiuiui. Oh, vom Riesentroll auf eine Handpuppe zusammengeschrumpft. Sind wir denn eigentlich gut drauf? Ja, wir sind gut drauf. Herrlich. Da gibt es bestimmt Stellen, wo ich noch nie drauf war. Hier, winke, winke. Mit dem Knüppel. Bei der Entfernung. Kaputt. Aber hier. Gibt es hier noch was? Nein, hier gibt es nichts. Hier scheint es irgendwie spiralförmig hochzugehen. Mal gucken. Wie ist es denn, wenn... Oh, sorry, jetzt habe ich mein Dings vergessen auszumachen. Das mache ich mal gleich wieder weg. Ja, das ist nämlich so ein Lower Third, so eine Bauchbinde. Die habe ich schon eine ganze Zeit lang mal für mich programmiert. Aber nicht schlecht, wenn man das auch mal während des Spiels zeigt. Aber ich finde es eher störend jetzt. Sorry, deswegen... Das binde ich ja immer nur am Ende ein. Okay. Oh, einer hat mich genatzt. Okay. So, da ist eine Höhle. Da ist wohl die besagte Schatzhöhle. Da hinten sind auch noch ein paar Peoples. Oh, kriege ich ja von meinem eigenen Schatten noch Angst. Gut, okay, das sind ganz viele. Vielleicht sollte ich erstmal abspeichern. Ja, Wüsten Goblin-Krieger. Naja, mal in die Menge geschossen. Sollte eigentlich kein Problem sein, die alle Pfeilen zu erledigen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu schnell. Ja, ja. Siehst du? Da war noch was zu holen. Uff. Schade, dass die nicht so stark sind hier. Oder widerspenstiger. Gut, okay. Hätte ich mir gewünscht. Hier ist ja noch sowas wie eine Höhle. Was haben wir da? Ach ja, diese Kriegsreiter, richtig. So Star Wars mäßig. Okay, was haben wir denn hier? Rohes Fleisch, Butlerfleisch, okay. Ja, das ist jetzt wieder sehr, sehr viel da an der Stelle. Dann werde ich doch mal gucken. Vielleicht bin ich hier wieder zu schnell an diesen Teilen vorbei.
Da hinten geht's auch noch ein Stückel weiter. Also da ist so eine... Ach, da geht's nicht weiter, aber... Dieser Fels verleitet mich dazu, da auf ihn drauf zu klettern. Was er auch tut. Dann komme ich hier rum. Ah! Speichern. Ja, ja, und dann gucken wir mal, ob es jetzt wirklich was gibt, noch was gibt, oder ob es einfach nur so ein Zufall ist, dass es hier weitergeht. Oh, nö. Gadgets, Goodies. Na, ich nehme alles zurück, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Reine Lebensenergie, reines Mana. Elixier des Geistes haben wir mal wieder. Schwarze Perle, nochmal schwarze Perle. Amulett der Zauberer. Schwarze Perle, Kronstöckel. Ja, du arme Seele, du. Liegst da rum. Okay, Elixier des Geistes. Müssen wir uns merken? Hüpf. Hüpf. Und hüpf. Damit ich dann hier nochmal kurz einen Seitenabstecher machen kann hier. Zu diesem Eingang. Aber vorher mal die Getränke überprüfen. Genau, richtig. Was haben wir hier? Das sind Essenz der Heilung. Bababab. So, da ist der Elixier des Geistes. Sehr schön. Wunderbar. Speichern wir mal. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Okay. Oh. Pagobos. Ach, noch mehr Goodies. Noch mehr Goodies. Das Gesetz der Serie hier, was? Reines Mana, reine Lebensenergie, reines Mana. Was? 30 Pfeilen. Schön. Och, da hinten ist noch mehr. Gucken, kommen wir hier rum? Ja, kommen wir. Wenn wir da mal ein bisschen sanfter hingehen. Elixier der Stärke. Wobei. Elixier der Stärke. Sonst noch irgendwie was? Okay, dann haben wir das auch. Das Elixier der Stärke wird jetzt mal lecker getrunken. Das wird auch gleich hier angepriesen. Speichern wir auch. Bam, 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 bam. Mhm. Die drei, vier Säulen. Ja, dann. Wenn wir mal hier weitergehen. Hier gibt es nämlich noch Goblin-Kriegsreiter. Also, das ist gut beschützt hier. Und was ist da rechts? Da ist auch noch ein Gang. Ich hab's mir gedacht. Oh, 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 das ist mir dann doch zu viel. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Sag mal, warum hackst du denn so? Okay. Du sollst den vorderen nehmen. Na gut, okay. Juts. Dann haben wir das auch. Nichts dabei. Hast du was dabei? Auch nichts dabei. Ah, sorry, ich habe nicht eingerendert hier. Und weiter geht's. Erst nochmal eine Runde speichern. Das war ja eine große Gruppenverschaltung hier. Kommt noch so eine große Gruppenverschaltung? Hallo? So, verbirgt sich da noch was? Doch, da bewegt sich noch so einer. Huhu, hier bin ich. So, dann ist das da an der Stelle. Sieht das aus, als wäre da auch noch. Mensch, pack deine Sachen weg. Ach, machen die Radau.
Gucken, wie sieht's hinten aus, okay. Jo, okay. Ja, dann zum Speichern bleibt leider keine Zeit. Okay. Ja, super. Okay, ich nehme es auch wieder zurück, dass die Goblins nicht so stark oder widerspenstig sein sollten hier für diese Wüste, weil dafür sind sie in Massen. Also, dann gleicht sich das nämlich da auch wieder aus. Ah, ich dachte schon. Gut. So, jetzt aber mal speichern. Unten hier den Rest angestupst. Und da kamen sie dann gleich wieder um Massen. Das sind ja noch welche. Da sind ja noch mehr. Und ich glaube, da auf der linken Seite ist auch noch so wie eine Höhle. Ah. Okay. Na, pack doch mal. Busch, hin. Oh, eins, das sieht wie auch nach einer Höhle aus. Oder ist das nur ein Fenster? Ja, hier ist auch jedenfalls wieder sowas wie ein... Jetzt wird es aber vertrackt. Oh. Jawohl, so mag ich das. Alle auf ihn. Alle auf einen und einer für niemanden. Super, okay. Massen, Scharen, Horden. Aua, na gut, okay, muss auch mal sein, ne? Herrlich. Okay. Hammer. Ach ja. So, versuche ich mal was anderes. Und zwar, wenn wieder sowas ist und sich wieder so Horden hier rausholen, versuche ich halt eben mit Unwetter mal ein bisschen... Ah ja, da sind sie schon, okay. Los, schneller! Frisch gestärkt und mit Unwetter in der Hand versuche ich jetzt mal, wenn hier die ganze Zeit so weit kommt. Oha. Das sind jede Menge so Seitenhöhlen oder sowas. Oha. Okay, ich... Ah, reicht das eventuell? Hau ab! Lauf doch mal rum! Stufe gestiegen. Ja, klasse. Klappte doch. Aber wen habe ich noch hinter mir laufen? Oha. Oh, weia. Dann ziehe ich mal den Bogen. Oh, was ist mit dem Oger? Oger, Oger, Oger. Oger hat meine Giftpfeile auch nicht. Also hat meine Giftpfeile genommen. Also ich dachte irgendwie bei so einem Oger wäre es möglich, dass er nicht durch Giftpfeile umkommt. Aber so. Gucken wir erstmal hier alles ab. Hammer, Hammer, Hammer. Es kann natürlich sein, dass hier noch was über... Da ist ja noch so ein... auch nichts. So, da ist jetzt nichts mehr drinne. Ja, ich weiß, ich sollte was essen, aber die sind hier gut, schon mal gut angebrutzelt durch das Unwetter. Jetzt werde ich mal was essen. Gespeichert habe ich auch. Jetzt gucken wir mal, was es hier noch zu looten gibt. Alle getroffen, das finde ich ja lustig. Und was gibt's hier? Hier gibt's nichts.
Lagerfeuer, ja, schön in Stein gemeißelt. Der Raum. Gucken. Hier ist auch niemand mehr. Bei den Robos liegt immer Fleisch rum. Okay. Ja, dann Truhe. Fleisch und Käse. Da oben sind auch noch Sachen. Da gehe ich gleich mal hin. Stopp, nicht schon wieder. Oder? Manchmal weiß ich gar nicht, wo ich war. Also mein Kurzzeitgedächtnis. Eine Kiste mit verschiedenen Gegenständen. Okay. War ich hier auch schon? Oh, da ist das Lagerfeuer. Ist auch noch ein kleiner Raum. Hier liegen die Äxte rum. So. Loot gut. Gut gelootet. Das ist kein Lagerfeuer. Was bist du? Oh, das kenne ich noch gar nicht. Jedenfalls so eine Feuertonne. Mhm. Oder die habe ich nicht so gesehen. Kiste mit Proviant. Ah, ich habe noch Proviantkisten. Die muss ich mal aufmachen. So, waren wir hier schon? Tschüss. Da werde ich mal gleich hier speichern. Oh, die kommen alle auf mich zu. Ach, du liebes bisschen. Okay, dann muss ich sie nochmal mit dem feinen Bogen mal schnell. Wie viele sind es denn? 2. Okay, der springt sogar teilweise zurück. Boah, das war mal wieder knapp. Ja, die Oger sind doch noch einigermaßen kräftig. Eigentlich Morgenstern, aber was weiß schon ein Oger? Hä? Steht das bei jedem? Das ist mir noch nie so aufgefallen. Okay, Zeit, sich mal zu erfrischen. Ja, ich hatte noch einen Ledersack gehabt. Den habe ich mit 300 Gold vorgefunden. Und dann Proviantkisten. Da waren auch noch nützliche Dinge dabei. Auch Rohstoffe, Material. So. Noch wer hier? Ah, Mickey. Was denn? Das war der hintere. Nee, hier ist doch nichts mehr. Stimmt. Hier war das. Sicher? Ja. Stimmt. Hier ist eine Truhe. Und hier ist nochmal eine Kiste mit Proviant. Und hier gibt es keine Waffen, so ein Waffenständer. Dolch. Truhe. Ich muss nochmal zurück in den Turm, weil da war eine Truhe, die konnte ich nicht öffnen, die ja versteckt war. Goldene Innerstatue. Wacholder 15 Jolt. So. Jetzt haben wir eigentlich alles durch. Dann gehen wir mal auf die linke Seite, von mir aus gesehen. Schauen wir mal, was da noch los ist. Also ich. No, ich höre wieder was. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, dass es noch nicht alles war. Ja, mal gucken, wie viel es sein werden. Okay. Da kommt noch einer ums Eck. Noch eine Truhe. Mhm. Die sind alle nicht verschlossen. Speichern. Weitermachen. Aha. Ein X. Da ist der Schatz versteckt. Eine Kiste mit verschiedenen Gegenständen. Nehmen wir auch mit. Ja dann. Bin gespannt, was da drin ist. Oder sich dahinter verbirgt.
Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Erfahrung 10? Warum machst du das jetzt? Weil ich das gemacht habe. Gut. Großer Lederbeutel. Mittlerer Lederbeutel. Großer Lederbeutel. Noch ein Lederbeutel. Mittlerer Lederbeutel. So, dann haben wir Schatzsuche in der Westwüste erledigt. Ich habe den Schatz gefunden. Punkt. Schön. Schauen wir mal, wie viel das sind. Also, 100. Moment, dann haben wir hier noch verschiedene Gegenstände. Spiegel sind wohl ja auch gut. So, 200, 300, 400 war der Schatz wert. Okay. Auf jeden Fall war der Schatz sehr gut bewacht. Nochmal nachgeguckt. So, dann haben wir das auch. Schatz in der Westwüste. Habe ich noch was vergessen, liebes Community-Team, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Ansonsten werde ich mich hier wieder ein bisschen verdünnisieren. Und schau mal, wo es noch was gibt. Ah, da oben rechts ist der See. Beziehungsweise da, wo die Lurker und so waren. Da muss ich nämlich überlegen, was ich dann mache. Okay, bis später. Muss auch irgendwie noch da oben gegenüber noch gelangen. Da sind irgendwie so zwei Kuppeln oder solche Geschichten. So, und dann sehe ich hier gerade noch, ich bin ja also da hinten von daher gekommen, sehe ich hier noch eine Höhle, in der ich wahrscheinlich schon war. Ja. Woran sehe ich das? Wenn da nichts drin ist. Okay, ja, dann werde ich mir weiter hier mal entlang grasen und gucken, welche Ecken ich vergessen habe. Da, wo diese Palmen sind, da ist auch der Übergang gewesen zur westlichen Wüste. Und jetzt zeige ich euch nochmal ein Osterei. Ein Easter Egg. Was ich nämlich, ich glaube, zwei Folgen vorher vergessen habe zu zeigen. Und zwar kann man hier hochklettern. Hier an diesen Korktexturen lang. Kork. So. Und zwar hat sich jemand dort verewigt. Glaube ich jedenfalls. Geh doch mal hoch. Ja, richtig. Das wird jetzt wieder ein bisschen schwierig werden. Yeah. Oh, so, jetzt bin ich. Weil da mit der Treppe ist das ein bisschen jetzt schwierig. Aber ich werde es an der Stelle einblenden. Jawohl, jetzt hat es geklappt. Da muss man nämlich halt eben ab einem bestimmten Punkt die Sprungtaste drücken. Ansonsten fällt er wieder zurück. Das ist ein bisschen doof. So, und da haben wir es auch schon. Da hat sich der gute Marcello verewigt. Und ansonsten gibt es hier, soweit ich weiß, nichts mehr. Es sei denn, man könnte noch ein bisschen hier hoch. Ah, schön, man kann hier die Aussicht genießen. Ha. Man könnte hier entlang laufen. Das mache ich aber nicht. Ich denke mal, dass der liebe Alain, wenn er das sieht, dass er dann sagt, ja, da wäre was gewesen, aber ich glaube nicht. Okay, dann werde ich wieder woanders hingehen. Yeah, jetzt bin ich wieder hier an der Brücke. Oder an einer Brücke. Und zwar ist das die Brücke, die sieht aber kürzer aus. Das ist nämlich hier, ich zeige nochmal auf der Karte. Jetzt sind wir ganz unten in der Mitte ungefähr. Und sehen wir hier noch eine Brücke. Nee, das ist wohl die Brücke. Nee. Ich weiß es nicht genau, aber hier war ja auch nochmal ein Aufgang. Doch, das ist die Brücke, stimmt. War ja, hier war der erste Feuergolem, Lava-Golem zu sehen. Und irgendwie, ne, in einer Folge. Aber ich habe mir auch, glaube ich, ein Skript gemacht, so von wegen hier, das halte ich mir dann gut auf, weil ich werde wohl hier anscheinend, ja, hier hinkommen.
Uiuiuiui. Speichern. Und ein paar Minuten haben wir ja noch, um zu gucken, was hier so ist. So, du bist ein normaler Ausholer, ne? Ja, du bist ein normaler Ausholer. Sandgolem. Ich bin gespannt. Endlich mal wieder ein paar Menschen, glaube ich. Hoffe ich. Oder das ist hier verflucht und verlassen. Aber warum so viele Sandgolems? Was ist denn hier los? Oh, bitte lass doch Menschen da sein. Ich glaub's ja jetzt nicht. Ist das verlassen? Ist das alles verlassen hier? Also das Gebäude ist hier verlassen. Nicht schön. Oh, ich dachte, hier gäbe es was. Okay, der da hinten ist näher dran. Hier ist nämlich schön. Dorfbrunnen. Oh! Das war wohl nicht so pralle hier. Von mir. Ich dachte, ich könnte den Dorfbrunnen als Deckung benutzen. So, welcher von den beiden ist näher dran? Oh, sorry. Vielleicht finde ich da noch jemanden. Na? Das war glücklich. Du auch noch? Ach, wieso? Oh, jetzt mache ich es aber auch wieder spannend hier, wa? Okay, die Sandgolemsis haben wir. Ach ja, haben wir jetzt dicht. Und leider ist diese Folge auch schon wieder zu Ende, liebe Freunde. Ja, dann darf ich mich verabschieden bei euch. Und ja, dann kommt noch eine Folge auf YouTube und dann ist nicht mehr, ne? Dann geht's nämlich hier drauf weiter. Ja. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und so. No. Bis denn. Ciao. Oh, Klostermusik? Das könnte ein Hinweis sein. Tschüss.